Sai knackt die 2 Milliarden Marke und Pornokassensendung in Amerika. Das und vieles mehr jetzt bei Weekly Shit. Zweiter Einbruch bei Hannah Montana. Im November 2013 wurde bei Miley Cyrus das erste Mal eingebrochen. Der zweite Einbruch ereignete sich während ihrer Europatournee. Jetzt fehlen ihr Juwelen und ein weißer Maserati. Ey Leute, echt scheiße sowas, aber lasst bloß die Finger von meinem Fahrrad. Attacke auf Brad Pitt. Bei der Weltpremiere in L.A. von dem düsteren Märchenfilm Maleficent wurde Brad Pitt von einem Unbekannten angegriffen. Der Typ durchbrach die Abgrenzung und wollte Brad Pitt angreifen. Dieser blieb zum Glück unverletzt und konnte sich wieder um seine Fans kümmern. Tja, für den Unbekannten lief es nicht so gut, er wurde in Handschellen abgeführt. Kim Gloss goes YouTube. Kennt ihr Kim Gloss? Also ich nicht. Sie ist auf jeden Fall irgendwie jetzt so ein Beauty-Guru oder so auf YouTube und ist bekannt durch DSDS oder Dschungelcamp. Ich habe sie zwar nie gesehen, aber... Endlich gibt's den ultimativen Schminketipps und Mädchenkram-Kanal von Frau Gloss. Ich freue mich so. Oh, Leute, ich glaube, ich weiß, wer den nächsten Webvideopreis gewinnt. Zai knackt die 2 Milliarden-Marke. Er hält seit November 2012 den Rekord für das meistgesehene Video auf YouTube. Nun kündigt er ein neues Stück an, welches er in einer berühmten US-Talkshow präsentieren möchte. Mit Rapper Snoop Dogg wird er am 8. Juni bei Jimmy Kimmel Live Game Night auftreten. Das Wetter ist weg! Seitdem es die Tagesschau gibt, und die gibt es schon echt lange, seit 62 Jahren, gibt es auch die Wettervorhersage, nur letzten Sonntag nicht. Statt des Wetterberichts gab es nur ein schwarzes Bild. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 2. Juni. Da hat wohl jemand gepennt. Porno-Casting-Sendung? 8 Männer und 8 Frauen kämpfen in der Webshow The Sex Factor, um als Pornodarsteller berühmt zu werden. Endlich kommt mal was mit mehr Inhalt. Es gibt sogar ein Preisgeld von 1 Million $. Wer gewinnt, entscheiden die User über die Social Media Plattform. Das Ganze bleibt natürlich im Rahmen der Jugendschutzbestimmungen. Schade eigentlich, aber die Links in der Videobeschreibung. Mega Collab. So, also noch eine kurze Info. UFOTV, Imba Torben, das bin ich, und Cintech TV haben Mega Collab zusammen gemacht. Also auf jedem Kanal gibt's ein Video und ihr könnt einfach mal vorbeischauen, da wir auch alle beim Survival Guide sind. So, der Klospruch der Woche ist von Snike. Das Leben ist wie ein umgedrehtes Dixie-Klo, man weiß nie, wie viel Scheiße noch kommt. Ja, danke dafür und jetzt kommen wir zum Wetter. So, also unter mir sind noch 2 Videos vom Survival Guide. Unbedingt anschauen, wie jede Woche. Und hier oben könnt ihr uns abonnieren. Ich bin raus, bis dann. Bei der Weltpremiere in L.A. von dem düsteren Märchenfilm Brad Pitt. Gibt es auch die Wort... Er hält seit November Social Media als Pornodarsteller.